Hallo Freunde, ich grüße euch. Lange ist es her, seit wir das letzte Mal uns in diese Burg geschlichen haben und epische oder eher unepische Abenteuer bestritten haben. Doch wollen wir dieses Spiel nicht weniger respektieren wie alle anderen. Ich muss sagen, es ist sehr lange her, dass ich weiß, was ich hier gemacht habe. Ich weiß nur, dass ich mich hier hochgekämpft hatte, genau um hier oben. Was ist denn da oben? Ich glaube, da gehe ich mal gucken. Ich habe mein Pflänzchen wiederbelebt, weil... Level up! Ja, zack, zack, zack. Warum macht mein Pflänzchen eigentlich keinen Schaden? Pflänzchen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Name des Pflänzchens war. Ich hatte... Boah. Oh nein! Boah, schlachtet er einfach meine Pflanze ab. Na gut, aber ich habe ja vorgesorgt. Habe mir einige Wiederbelebungskits geholt. Um mein... Um mich runterschlagen zu lassen. Na gut, ja, ich weiß, dass ich Schaden kriege. Aber es ist nicht schlimm. Boah, jetzt stirbst du qualvoll. So. Ja, jetzt muss ich jetzt mal... Naja, die ganze Zeit Schaden ist nicht schlimm. Genau, ich hau jetzt hier mal so ein bisschen rum. Zack, zack. Ich weiß, ich könnte natürlich auch... Ja, ist klar. Das kriege ich sogar. Zack. Aua. Ich warte jetzt erstmal hier, bis ich mir die ganzen Fledermäuse entferne, die ich hier im Inventar habe. Oder auch nicht. Jetzt wird es ein bisschen heftig. Aber ich frage mich, warum mein Pflänzchen hier nicht arbeitet. Scheiße. Oh, nicht schlecht. So bin ich wenigstens hier und kann das hier so machen. Okay, der Anfang ist ein... Oh, shit. Ich mich hier wieder... Oh, oh. Heil mich doch mal. Hey, Pflanze. Was machst du denn? Warum heilst du mich nicht? Solltest du mich nicht eigentlich heilen? Ich meine, ja, ich kann mich... Ah, jetzt bist du schon wieder tot. Gott, heile ich mich selber. Irgendwie ist meine Pflanze buggy. Oder die... Oh, Leute, was denn heute mit mir... Ja! Weißt du was? Leute, stell ich mich aber auch heute an. Ach, das Level da oben gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. So, neuer Versuch. Wenn nicht, muss ich halt wieder... Habe ich sie weggepackt? Frag mich allerdings, warum sie nicht heilt. Geht's hier weiter? Oder? Ich will wissen, was da oben ist, wenn ich ehrlich bin. Ach komm. Ich will wissen, was da oben ist. Muss ja. Ah, es ist nur noch eine da. Die gibt mir auch direkt wieder. Zack. Ab nach oben. Ach, jetzt fängt der feine Herr an, wieder zu saugen. Ist klar. Aha. Alles in seltsamen Sprachen. Okay, vielleicht. Ich werde mir mal hier eine Notiz machen. Pseudo-Bibliothek. Pseudo-Bibliothek. So. Wie komme ich denn da hoch? Hier komme ich hier oben lang. Okay. Ah, hier lang. Ja, toll. Eine Doppelaxt, die ich für nichts benötige. Und ich falle wieder hier runter. Klar. Muss ja so sein. Falle ich hier wieder runter, natürlich 1000 Fledermäuse und nochmal und wir gehen wieder zurück. Leute, irgendwann mal schaffe ich. So, jetzt weiß ich ja, was da oben ist. Jetzt brauche ich ja den ganzen Killefick nicht mehr. Mann, ey. Ich hab nicht mal, aber ich frage mich, warum meine Pflanze nicht so oft heilt, wie es eigentlich sollte.
Egal, gehen wir weiter. Ah, jetzt endlich. Ah, die Korrosionsschleime mal richtig schön. Oh, ich hatte ein Level-Up, ne? Ja, tatsächlich. So, jetzt muss ich gucken. Heil, was braucht der hier? Der braucht 7. Okay. Was habe ich, Bögen? 5. Okay. Ich sollte vielleicht aber auch Frost und Heilung mal was packen. Bögen benutze ich ja eigentlich gar nicht mehr so viel. Auf jeden Fall Schwerter. Oh, ich kann sogar 9 in Schwerter. Okay. Ich denke, ich werde in Feuer mal einen reinpacken. Und in Konstitution mehr HP. Ah, eigentlich ist HP nie verkehrt, ne? Aber... Ich denke, Rüstungen werden bald mehr kommen. Ja, ich... Rüstung... Ah, ich hätte vielleicht doch nicht so viel in Bögen gehen sollen, jetzt wo ich in die Zauber gegangen bin. Ja, und ich denke vielleicht einen in Heilung. Einen in Konsti. Ach, ich nehme einen in Konsti. Gut. Ah, das ist schon so okay. Was haben wir denn hier? Ach, Ubuntu. Ubuntu und... Was ist hier? Okay. Nichts von gut. Hey, läuft bei euch. Erstmal verkaufen. So, das heißt... Warte mal, ich hab doch... Ach ne, okay. Gut, dann kann ich aber den Bogen auch verkaufen. Weil... Was bringt es mir, wenn ich den Bogen nicht habe? Ah, die Tränke lasse ich mal. Gut, was hast du denn zu verkaufen? Ah, ne, reparieren. Ah. Ja, ist günstig. Was können wir hier kaufen? Waffen. Sturmschwert. Macht 200 Schaden. Gekauft. Bögen und Projektile. Rüstung und Kleidung. Ja, dachte ich es mir. 9. Verstärkte Kettenrüstung, was habe ich denn hier? 125, 125, was trage ich denn? Nur die Kettenrüstung, okay. Dann kaufen wir uns doch diese Rüstung. Ja, jetzt verkaufen wir erstmal. Die wird verkauft, genau. Das Schwert macht 200, dieses macht nur 170, deswegen verkaufe ich das. Ja, mir ist durchaus bewusst, dass das einen stärkeren, dass es noch einen Effekt hatte. Nein, weil die ziehen wir jetzt an. Zack, 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 zack. Schön ausgerüstet, genau, hier unten rein. Und was hast du sonst so? Schwertmeisterschaft. Increased Damage and Critical Chance with Swords. Okay, das ist nett. Kann ich noch irgendwas verkaufen? Nice, passt perfekt. Diverse Gegenstände. Fähigkeit, nice. Wo ist das denn da oben? In Zauberbuch kopieren. Geil, ist das jetzt ein Zauber? Was braucht der denn? Tod durch Dolch. Okay. Increase Damage and Critical Level with Swords. Ah. Ach so. Ah, das ist so. Ah, ich verstehe. Ja, cool, cool. Was hast du? Zusätzlicher Schaden mit Frost. Ach, ja. Das ist das ganze Magie-Gemoppel, ne? Ja, nee, brauche ich das nicht. Pressing F5 allows you to see and use all the spells you... Okay. Okay. So, dann schauen wir mal. Oh, wie lange hält er denn über den Tod hinaus? Machen wir den mal. Geht er denn so und Shift? Nee. Geht er denn? Kann ich ihn denn wirken? Ja. Kann ich den hier nicht wirken? Ach, weil ich kein Schwert ausgerüstet habe. Ah, nice. Schwerter extra Schaden. Ja, mal gucken, wie lange der hält. Holy Monkey.
Ah, schnell hier runter. Jetzt aber ganz schnell. Boah, macht man aber auch gut Schaden. Zack, zack, zack. Oh Gott, ey, das war aber... war das heftig jetzt. Aber habt den Crit gesehen? 500er? Krass. Rolle der Arkanimmunität. Oh. Nein, Pflanze! Heil dich selber. Genau. Ring der Präzision der Barbaren? Nee. Was ist der denn? Ach, da. Streitkolben und Äxten. Naja, zwar trage ich zwar nicht, aber kann man alles gebrauchen. So, hier ist noch ein bisschen Licht. Die Bücher nehmen wir natürlich alle. Ah, da oben ist noch mehr. Oh, was ist denn da oben? Ring der Verstümmelung. Zusätzlicher mit deutschen. Yeah. Der ist cool. Der ist wiederum. Der ist wiederum cool. So. Okay, war doch ein. Ach, scheiße. Komme ich da nicht hoch? Ich probiere es noch einmal, ob ich da hochkomme. Wenn es dann nicht wird, gehe ich mal weiter. Doch, komme ich da. Easy. Goldene magische Essenz. Okay. Achso. Ja, klar. Ubuntu und Dings. Oh, hier noch. Moment, wo ist denn dann die letzte? Die letzte Lampe. Ah, hier. Ah, jetzt geht's. Boah, wie lange hält denn dieser Zauber, Schwertzauber? Wo bin ich hier? Okay. Boah. Stirb, Axt. Boah, haut aber schon. Boah, du haust aber ganz schön. Ganz schön rein, haust du. Boah. Zack, zack. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Eben mal ein bisschen heilen. Zack. Und down mit ihm. Ach, Menno, ey. Das gibt's doch nicht. Pflanze ist vielleicht doch nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil irgendwie heilt die nur selektiv. Oh. Geben wir dir mal ein bisschen hier von hinten mit dem Zauber. Aua. Heil mich. Oh, schnell weg hier. Oh, schnell weg hier. Oh, hoho. Ja, ich weiß, ich habe den... Ich sollte mir mal den Heal-Stab anziehen. Dann heile ich ein bisschen mehr. Da unten ist nicht ohne. Gut, dann ziehen wir mal den Feuerstab an. Gehen da mal runter. Noch ein bisschen Feuerschaden. Zack. Ah. Ah, schmeckt dir das? Ja, das hat dir geschmeckt, ne? Puh, da sind ja noch mehr. Okay. Dann wieder den. Oh. Aua. Oh, wow. Zack. Muss echt ein bisschen aufpassen, Pflänzchen. Heil dich. Genau. Geil, ich muss sie nur sehen. Dann heilt er sich. Ach, komm schon. Eine Scheiße, ich kann ja nicht mal casten. Da habe ich jetzt endlich einen kaputt. Ja. Ja, auf meine Pflanze zu casten. So, jetzt aber mal gut hier. Verdammte Scheiße, ey. Alles klar. Was haben wir hier? Stab der Langsamkeit, brauche ich nicht. Ach ja. Ja, das Spiel wird aber richtig knackig schwer, ey. Hätte ich nicht gedacht. Ah, ein bisschen hochheilen.
Zack, zack, zack. Das passt. So. Will ja keiner sagen, ich hätte mich nicht richtig vorbereitet. Hallo. Okay, 2. Kommt der hier runter? Oh, komm hier runter, komm da runter, komm da runter. Krieg keinen Schaden. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Geht jetzt wieder weg. Zack. Nein, Pflanze! Pflanze! Oh, shit. Heilen. Zack. Alle down. Ich glaube, die Pflanze, die bringt's nicht so. Ich hole mal Frosty. Frosty ist zwar vielleicht nicht so ein krasser. Der heilt mich zwar nicht, aber... Warum habe ich das Gefühl, dass es jetzt hier ganz dreckig sein wird? Oh, heile ich mich mal am besten voll. Ja, oder fast voll. Ja. Schwert und rein da. The sleep spell is ideal to make enemies unconscious for quite a while. The best part is that a spell is cast directly over the target, with no travel time, and with no chance to miss. If you wish to put a specific enemy to sleep, target it and cast the spell. The spell, if you wish to sleep a whole group of enemies, it is best not to target any monster and cast the spell repeatedly. Great guardians are immune to all mental spells. But you can sleep monsters summoned by them. If you already have the sleep spell, drop down and use it against the helmets without targeting them. Once all of them are... Ja, habe ich aber leider noch nicht. Gut, dann werde ich nochmal hier warten. Weil das würde ich mir ehrlich gesagt nicht antun wollen. Oh, okay. Okay, gut. Dann glaube ich, dass ich hier mal den... Zack, benutze den Feuerstab. Ist doch der Feuerstab, ne? Ja. Oh, und gucke, was hier geht. Well, here's the next guardian. Zira, do you know who I'm facing this time? This must be the library of the great Neron. What's his weak point? Do not waste your time asking questions that have no answer. That was nearly as good as the echo of your laughs resonate. You know what? I don't need your advice. Whatever. We will see. Ja, aber ich bin echt im Überlegen, ob ich nicht doch den Drachen nehme. Genau, weil Bücher könnte Feuer sein. Zeig mal, was du kannst. So, wo bist du? Oh, du bist ja... Du bist ja ein hässliches Auge. Was? Okay, du hast schon mal kein... Okay, er wirft alle Spells zurück. Ja. Mentales Wrack. Ich winde. Lass mich in Ruhe. Was passiert hier? Was passiert denn hier? Wie kann ich den denn... Wie kann ich den denn angreifen? Ah, jetzt kommt er runter. Kann er... Kann er nur durch... Ja, das ist mir ein bisschen zu fruity. Ja gut, aber ich kann mich ja noch hochheilen. Ich frag mich, was ich hier tun muss. Das ist echt eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. Ich kann ihn nicht einschläfern, ich... Ich kann ihn nicht angreifen, nicht mit Magie, nicht mit physischem Schaden.
noch mehr, du Fischer. Irgendwas muss doch mit mir zu tun haben. Was ist das denn hier? Hm, warum muss ich hier hoch? Kann ich hier vielleicht irgendwas machen? Ja, warum ist mein Drache jetzt getötet worden? Auch nicht. Keine Ahnung, was ich tun soll. Ich kann... Ich sehe da was. Okay, aber... Das bringt mir ja auch nichts. Vielleicht muss ich von oben auf ihn drauf springen. Ich weiß nicht, ob es das bringt. Na gut, der macht nicht wirklich Schaden. Deswegen... Ja, ist ja gut. Ich heile mich ja schon. Okay. Jetzt beginnen wir, dem Ganzen auf die Sprünge zu kommen. Verstehe, wie viel Schaden. Der hat aber mächtig viel HP. Na ja, gut. Zack. Da. Okay. Ja. Dauert jetzt zwar ewig und 4 Tage. Aber so kann man ihm dauerhaften Schaden machen. Das ist gut. Was machst du jetzt? Na gut, dann geh halt dahin. Ist mir auch egal. Das kann doch nicht echt jetzt hier der ganze Kampf sein. Dann dauert das ja... Aber gut, wenn er castet, kann er sich nicht bewegen. Zack, wow, 500er Crit. Nice. Jetzt warte ich einfach mal, bis er fertig ist, bis er wieder castet. In der Zeit heile ich mich, genau. Alter, Suizidversuch? Was soll das heißen? Dann... Zack! Na gut, dann heißt es halt immer... Heilen, 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 bis er wieder castet. Ich weiß aber nicht, was dieses... Ja gut, das soll natürlich Suizidversuch bedeutet. Das kann natürlich sein, wenn das abgelaufen ist. Zack, gut, dass ich so viel mentalen Schaden mache. Jetzt fange ich auch schon mit mental an. Dass ich so viel Schwertschaden mache. Treffen ist auch angesagt. Ich glaube, das kann jetzt noch so ein bisschen dauern. Aber... Zack, ins Gesicht. Ich habe nicht mehr viel Magie. Fällt mir gerade auf. Aber es wird noch reichen. Zack. Na, okay, du gehst hier hin. Ich sehe das schon. Wobei, wäre eigentlich egal gewesen, ne? Ja, gut. Boah, da hat gerade mal die Hälfte. Zack. Ja, einmal geht noch. Was machst du da? Was tust du? Ich kann mich nicht... Mentaler Einfluss. Ich kann nichts machen, ich gebe meine ganzen Dinger weg. Oh Gott, zu spät. Okay, das ist heftig. Das ist richtig heftig. Aber ich glaube, das ist eine Zeitsache. Ich werde mich gleich zurückmelden, wenn wir kurz vorm Ende des Gegners sind. Bis gleich. So, meine Freunde, wir sind wieder mitten im Kampf, wie ihr seht. Ich habe ihn schon ein bisschen runtergeschlagen. Und jetzt ist das ganze Spiel noch ein bisschen gemeiner, weil man sieht da unten, wie viele Sachen ich schon habe. Und es ist nämlich so, dass wenn er mich jetzt in Gewahrsam nimmt, ist meine Kamera oder meine... Genau. Was? What happened to me? I used the halo, but
Why'd I do that? Damn it, that bastard was about to die! You have been influenced by the superior mind of Neuron. Now he must be recovering from all his wounds. Laugh it up, Fuzzball, but I'm not gonna let it happen again. Ah, was ich nämlich gerade sagen wollte. Ich habe ihm die ganze Zeit jetzt geschlagen und hatte quasi irgendwann mal gemerkt, ich dachte, es wäre eine Zeitsache, dass er mich übernimmt und meine ganzen Tränke verschleudert oder sowas. Es ist aber keine Zeitsache, es ist eine prozentuale Sache. Das, er macht das so oder so. Und dann habe ich ja gesehen, was ich euch gerade noch versucht habe zu erklären, ist, dass er am Ende meine Richtungstasten verdreht hat. Also wenn ich nach links laufe, laufe ich nach rechts und umgekehrt. So ein bisschen wie bei Metal Gear Solid, wer das noch kennt. Ja, und jetzt hat er mich anscheinend zurückgeportet. Und ich habe festgestellt, dass die Pflanze dem Schaden macht. Zwar immer nur 25, was nicht viel ist, aber Kleinvieh macht auch Mist. Demnach werde ich mich jetzt mal besser vorbereiten, werde noch ein bisschen einkaufen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und dann hauen wir dem Augen mal auf den Sack. Wir sehen uns in der nächsten Folge und in dem Sinne, habe die Ehre. Kriegerische Handlungen im Vordergrund stehen oder zumindest eine Gefahrenbedrohung. Ich gehe mal noch in die Bar.